Okay, ich habe keine Ahnung. Dann werden wir alle Lumines, die im Wasser sind, unter Wasser besser gesagt, nicht holen können. Juhu! Sei, die sind halt so nah. Aber ich habe keine Ahnung, wie man taucht. Okay, gehen wir nochmal zurück. Um an den Typen da oben ranzukommen. So kann ich natürlich auch machen, aber das ist super gefährlich. Ja. Was tust du da, Chicken? Weiß ich nicht, ich renne gerade hirnlos herum. Und hoffe auf das Beste. Kann man das so nicht in Videospielen einfach hirnlos sein? Sei gerettet! Sei gerettet! Bring mir bei, wie man schwimmt, taucht. Bring mir alles bei. Sensei! Sei mein Sensei! Plot Twist, ich muss erstmal von der Fee lernen. Am Level Anfang hier. Die wird bestimmt gleich kommen, auch wieder eine neue Feen im Käfig eingesperrt. Und die müssen wir erstmal retten und dann lernen wir, wie man taucht. Ziemlich beschissen wäre. Nein! Fisch. Komm, von dir lerne ich doch jetzt sicherlich tauchen, oder? Lass mich raus! Autsch. Dann lass sie doch raus! Das ist Freiheitsberaubung! Das ist vor allem auch Kidnapping. Und sie ist wahrscheinlich nicht mein Kind. Kidnapping heißt nicht, dass man Kinder nappt, ne, Hühnchen? Ach, sie sind auf dem Piratenschiff und feuern auf mich. Wie soll ich denn da rankommen? Und die Schädelmünze. Haben wir es einer verraten? Wieso stehe ich so, dass ich nicht vom Feuerregen getroffen werde? Muss ich jetzt auf diese brennenden Dinger da oben oder kann ich hier einen Falljump? Ich wollte gerade fragen, ob man einen Falljump machen kann oder verbrenne ich in der Luft? Ich habe nicht mehr das Ding getroffen, ich wurde einfach von einer Feuerkugel vaporisiert. Obwohl, ich kann ja sicherlich keinen Falljump machen. Nee, ich gehe da durch. Da muss ich auf die brennenden Stachelkisten. Kisten, das sind runde Fässer. Muss ich auch oben drauf, aber dann werde ich getötet. Hat jemand einen Feuerlöscher dabei? Lass mir gerade die Münze stehen. Rippschädelmünze, ne? Schön, dich nicht gekannt zu haben. Oh.
Okay, dann müsste ich ein bisschen das Timing abwarten für die Schädelmünze. Timing ist was für Lodgers! Oh, da war der Herz! Oh. Ripp. Habt ihr jetzt gar nicht drauf geachtet, dass da was rauskommt? Spring, Herz! Ich hab zumindest das Herz, das ist das Wichtigste. Autsch. Geht das überhaupt nach einer Zeit aus? Glaub er nicht. Ich müsste unten lang gehen. Ich komme da nicht mal schnell genug hin. Hallo, eine Lamente, was Tütchen? Nein, mein Herz! Ich hab zwar noch eins, aber die Luminchens. Warum bin ich denn jetzt nicht gesprungen? Weil du zu viel auf die Sprungtaste gehämmert hast. Jetzt hat sie sich angezeigt wegen Körperverletzung. Kann das gar nicht ausrennen. Zerstören? Nö. Ah, die gehen auch nicht mal aus. Oh, aber ich bin zu langsam. Da hinzukommen. Schädelmütze! Hier von allen zu nahen gehalten, ich merke schon. Ich bin nicht mehr schnell genug, um da hinzukommen. Man kann das gar nicht holen. Bevor ich da ankomme, wird schon alles mit Feuer geflutet. Ich brauche Feuerschutz. Hat jemand einen Lava-Resistenztrank? Sagte sie und ist da drunter. Ich stehe im Feuer. Wenn ich mich bewege, bekomme ich dann Schaden? Ja. Ich hätte für immer im Feuer stehen können. Ja, ein bisschen Kalorien verbrennen. Das ist einfach zu langsam, Hühnchen. Das kann man schaffen. Aber nicht, wenn ich dauernd Schaden nehme. Stehen bleiben, sonst kommst du nicht mehr in die Mütze! Schöne Mütze! Nein, weil ich stehen geblieben bin! Ja, wenigstens habe ich die andere Schädelmünze, also von daher. Oh nein! Will er jetzt ernsthaft, dass ich tauche? Ich kann nicht tauchen, ich weiß nicht, wie man taucht. Und so jetzt auch. Ja! Bring mir das Tauchen bei, bitte. Wie taucht man? Ach, zum Tauchen! Das heißt, man kann beim ersten Mal gar nicht alle Lumis holen. Und zu bewegen, um zu tauchen. Yeah, ich kann tauchen. Jetzt bin ich auch eine Meerjungfrau.
Ich habe keine Luftanzeige. Ach, hey. Machen die Fische mir Aua? Würde ich eigentlich schon sagen. Hier den Song Under the Sea einfügen. Na gut, ich schwimme aus dem Weg. Also sind das nicht gemeine Fischileins. Oh, ich fühle mich so schwerelos. Junge! Ich will noch Help. Nein! Rip! Rip, mach schön mit euch! Wow! Ich brauche selber Hilfe, die versuchen mich hier aufzuschießen! Versucht beim Mord! Ruf die Polizei! Das Militär! So, wo ist Help? Weil wird mich doch sicherlich auch irgendwie dingsen. Erstmal die einsammeln, die oben sind. Oh, da ist auch einer zerplatzt. Frage ist, wo ist Help Me? Da sehe ich kein Help Me. Ich habe auch kein Help Me mehr gerade. Also ist das weiter hinten? Help Me! Wo are you? Wo are you? Ja. Fast. Verdammtes Denglisch. Da muss ich hier zwischendurch. Ah, Help Me gefunden! Help Me gefunden! Autsch! Okay, der war jetzt fies versteckt. So, ich habe ich gesehen und da oben steht auch noch mindestens einer. Das war sogar der letzte. Kann ich jetzt tauchen? Oh, hey! Sonst sind Unterwasserlevel eigentlich in allen Spielen immer so doof. Momentan gefällt's mir. Einfach chillig im Ozean schwimmen. Von Korallen dann anspucken lassen. Korallen spucken nicht. Die haben nur ihr Toxin in den Tentakel-Lines. Lass mich raten, Junge, ist ein Schädelmünze. Ja. Wenn man kein Help Me hört, ist das immer eine Schädelmünze in solchen Verstecken. Jo! Ranzukommen. Ekelhaft. Wenigstens habe ich einen Checkpoint durch das Help Me. Also von daher, hier ist zu früh checken. Zu früh. Immer noch zu früh. Ich glaube, ich sollte erstmal versuchen, an die zu kommen, die von den Korallen fast von den Quallen bewacht wird. Okay, Steuerung ist ein bisschen doof unter Wasser.
geschafft! Sagt sie jetzt noch und stirbt gleich. Please don't. Oh. Machen wir es nochmal. Unterwassersteuerung, ne? Uiuiuiui. Oh. Hat schon ein bisschen besser geklappt. Bestimmt auch eine Route, wie man an alle kommen werden. Der König doch aktiv ist. Schau raus. Checkpoint. Wäre da oben noch was gewesen? Nö. Pusht euch. Wenn ich auf die raufspringe, dann bricht doch bestimmt das Holz zusammen, auf denen sie draufstehen. Wenn ich da drauf so einen Stampfer mache, ob die Bombe dann wirklich so hochfliegt? Ich wollte eigentlich so machen auf dem Teil, aber gut, das geht auch. Wir springen heute in die Luft. Yay, und fühlen uns gut dabei. 23. Oh. Ja, am Anfang. Die ganzen Lumis unter Wasser. Naja. Und 100% ist ja eh nichts für mich, also von daher. Viel zu hektisch, viel zu. Naja. Oder eine neue Figur bis zum Schnarchen-Syndrom verfügbar. Schon wieder? Tun wir aber auch vieles im Schnarchen-Baum. Können wir mal einen kleinen Blick riskieren, auch wenn wir vorhin erst eine neue Figur genommen haben? Natürlich gibt es als nächstes wieder so ein Ding. Ja, Rip Rayman und Globox, ihr werdet nie wieder vorkommen. Nie wieder! Nämlich 19 Uhr. Eieiei, dann würde ich sagen, wir sind in der nächsten Aufnahme schon wieder mal eine ganz freie Nacht, wenn wir mit fauligen Fischen schwimmen gehen. Und Magenschmerzen kriegen, weil. Faulig, gleich schimmelig, beziehungsweise schlecht. Und wenn man schlechte Nahrung zu sich nimmt, bekommt man Bauchschmerzen, muss kotzen oder hat Durchfall. Das sind super Voraussichtigungen. Nee. Da werden uns jetzt bestimmt dieser eine Fisch entgegenzugeworfen, der immer dieser eine Fischtyp aus Asterix und Obelix hat. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber da ist ja auch so ein Running Gag, dass der immer faulen Fisch hat. Und gegen den Fisch müssen wir jetzt antreten. Aber das ist in der nächsten Session. Alles dein, ciao! Passt auf, wenn euch jemand Fische entgegenwirft!